Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg demonstriert mit Vertretern der indigenen Minderheit der Samen gegen eine geplante Eisenerzmine in Nordschweden. Die Samen wehren sich gegen die Inbetriebnahme der Kallak-Mine nahe der Stadt Jokkmokk am Polarkreis. Sie befürchten, dass die Mine ihre traditionelle Lebensweise wie Rentierhaltung, Jagd und Fischerei gefährden und massive Umweltschäden anrichten würde. Es würde für uns und jeden in diesem Gebiet sehr schwierig werden, unsere Kultur zu erhalten. Die schwedische Regierung will im März über das umstrittene Projekt des britischen Bergbauunternehmens Beowulf entscheiden. Die schwedische Regierung muss die Kolonialisierung von Sápmi stoppen. Wir glauben, dass das Klima, die Umwelt, die saubere Luft, die Rentierzucht, die Rechte der indigenen Völker und die Zukunft der Menschheit Vorrang vor den kurzfristigen Gewinnen eines Unternehmens, eines britischen Bergbauunternehmens haben sollten. In der Vergangenheit waren die Samen Opfer diskriminierender Gesetze und erzwungener Assimilation. Heute ist die Minderheit in Schweden als indigene Volksgruppe anerkannt.